Jacqueline Nastic zerlegt in einem neuen Statement die Kriegstreiberei der Grünen und vor allem des grünen Altpolitikers Joschka Fischer, der uns ja schon in die Kriege in Serbien und Afghanistan hineingeführt hat. Dieser fordert nämlich mittlerweile die deutsche Atombombe. Hätten die brandgefährlichen Äußerungen unserer obersten Chefdiplomatin Annalena Baerbock Deutschlands Ansehen in der Außenwelt nicht genügend Schaden zugefügt, als sie unter anderem zum Beispiel Russland vor den Europarat kurzerhand den Krieg erklärt hat oder als sie den chinesischen Staatsführer Xi Jinping als einen Diktator bezeichnet hat? Nein, jetzt äußert sich ihr ideologischer grüner Vater und auch Vorgänger im Amt Joschka Fischer lautstark zu Wort und fordert tatsächlich die Europäische Union dazu auf, sich atomar gegen Russland aufzurüsten. Der Joschka Fischer, der 1999 mit einer ungeheuerlichen... Man muss sich das mal vorstellen. Also vor ein paar Jahren war die Forderung nach einer deutschen Atombombe, beziehungsweise Joschka Fischer hat jetzt gesagt, eine europäische Atombombe, aber eine europäische Atombombe wäre dann natürlich auch in der Verfügungsgewalt aller EU-Länder. Das heißt, letztlich hätten dann alle EU-Länder Atombomben, also auch Deutschland. Vor ein paar Jahren war das noch die Forderung von der Partei, also von der Satirepartei, die das eigentlich nicht ernst gemeint hat, sondern die sich damit über diesen allgemeinen Militarismus und die Aufrüstung in diesem Land hier lustig machen wollte. Die Aufrüstung, die etwas aus der Zeit gefallen wirkte. Und mittlerweile wird sowas von grünen Urgesteinen gefordert. Lüge. Man müsste ein zweites Auschwitz im Kosovo verhindern. Die deutsche Öffentlichkeit hinter die Fichte führte, um einen verbrecherischen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien zu begründen. Die Grünen haben ganz offensichtlich nichts, nicht nur aus den Erfahrungen von zwei Weltkriegen und eben den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Jugoslawien gelernt. Sie zeigen ganz offen, was Sarah Wagenknecht, meine Kollegin, schon vor über einem Jahr sagte: Die Grünen sind die gefährlichste Partei im Deutschen Bundestag. Und deswegen... 100%. Also Joschka Fischer ist ja auch ein ganz widerwärtiger Vertreter, wie Nastic hier völlig richtig anspricht. ...gehören sie ganz dringend abgewählt. Wir brauchen endlich wieder eine Politik der Vernunft. Eine Politik, die sich für diplomatische Initiativen einsetzt, statt für Waffenlieferungen. Eine Politik, die sich für Abrüsten statt Aufrüsten einsetzt. Das wäre das Gebot der Stunde. 100%. Also das war's, Jacqueline Nastic. Sie ist eine der Politikerinnen, die zusammen mit Sarah Wagenknecht das neue Bündnis Sarah Wagenknecht gründen wollen. Also wir können gespannt sein, ist eine fähige Frau. Es ist auch gut, dass linke Politiker solche Auftritte hier hochladen. Davon muss es mehr geben. Das Bündnis Sarah Wagenknecht muss auf jeden Fall mehr Medienarbeit machen. Ihr seht ja, wie viel Widerstand die gerade kriegen. Ihr seht ja, wie viel die Kriegstreiber gerade für noch mehr Krieg hetzen. Also solche Forderungen wie nach einer europäischen Atombombe sind ja wirklich vollständig verrückt. Was soll man dazu noch sagen? Wie gesagt, gut, dass es solche Politiker wie Jacqueline Nastic gibt.